Oh, unsere alten Safe Games, ey. Nee, wir fangen schon neu an. Ja, natürlich von vorne an. Also Koop muss ich auch vorne. Das macht ja keinen Bock. Ich kenne mich auch nicht mehr so aus. Das ist ewig her, als es released ist. Online geteilt, wie online. Online. Ja, Koop online. Und dann musst du auch drauf gehen und dann kannst du auf Host gehen und dann auf neuen Hof hosten. Aber das machst du dir. Koop. Online. Online geteilt, der Bildschirm geht jetzt auch. Ja. Und dann musst du auf Online gehen. Und dann auf Host. Dann hosten. Wie wollen wir denn den Hof nennen? Ja, weiß ich nicht. So, ich mache jetzt mal hier meinen Standard Trunks. Trunks? Ja, ich finde, der sieht immer wie Trunks aus, wenn du. wenn du die Haare lila machst. Achso, wie hast du denn jetzt unseren Hof genannt? Schokobo. Oder hast du eine bessere Idee? Nein. Wäre halt auch mein Vorschlag gewesen. Ja, wegen Final Fantasy 7, ja. Die Chocobo Farm. Das war bei Harvest Moon war ich auch mal Chocobo. Sag mir Bescheid, wenn ich die realisieren kann. Ey, es gibt mehr Hunde und Katzen. Bin ja eigentlich nicht so der Katzenfan, aber die Katze sieht besser aus. Dann nimm die Katze, dann nehme ich den Hund. Haben wir beides. Anfangshirten, jetzt haben wir hier sogar ein Set von 1, 2, 3. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Dann habe ich in der Nähe Hüttenordnung. In ja. Der Nähe oder separat alles. Separat alles, ne? Ja. Obwohl, dann bin ich komplett. Ah nee, ist das unsere Hütte? Das ist unsere Hütte dann, ja. Ja, dann in der Nähe. So, Haare sind okay, da wollte ich dann einen Farbton. Kann ich gleich mein Uschi-Ding auch machen? Ja. Meine Gundula? Die Gundula-Gause. Gundula, ganz genau. Oh nein, jetzt habe ich B gedrückt. Oh, die Steuerung sucks. Hast du, musst das alles nochmal neu machen? Ja, ist aber nicht so viel. Ich spiele auch nicht mehr so viel an den Charakter-Editor rum. Ich habe eben bei der Farbe habe ich B einmal zu viel gedrückt und hat er mich komplett rausgeworfen. Oh, schön. Ja, das macht Spaß. Schokobo, jetzt machen wir hier nochmal Miau. So. So. Augenfarbe hätte ich ganz gerne grün gehabt. Ey. Sieht so schön verstrahlt aus, genau. A-Farbe wollte ich lila. In Trunks. Ich bin weiß. So, und Hosenfarbe. Ja. Intro lassen wir einmal laufen, ne? Ja, aber ich muss ja trotzdem ja auch noch mein Mappen machen, ne? Ja. Scheiße, das sieht nicht aus. Accessoires nämlich keine. Wir haben den normalen Hof genommen. Also hier haben wir Standardhof. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Dann gab es aber auch nochmal hier diesen einen Waldhof. Mir ist egal, so cool aus. Ja, dann nehmen wir Standard erstmal. Okay. Eckenhof, Strandhof, okay. Ich kann nicht okay drücken, ich weiß nicht warum. Ja, ich finde dich halt nicht, ne? Kann ich zur Party einladen? Machen. Mag gerne. Soll ich mal gerne Pizza oder was? Wenn du gerne Pizza machst. Ich mag gar nichts gerne, aber gut. Kaffee. Oh, Kaffee. Safe. Kaffee Oli. Oh ja, natürlich. Ich mag gerne diese Informationen. Spiel entscheiden. Die muss hinzugefügt werden. Es ist so doof. Okay, ich bin fertig. Okay. Ich aktualisiere, ich sehe aber noch nichts. Kannst du mir Spiel beitreten? Ist das jetzt eigentlich auf Deutsch oder immer noch nicht? Oh! Warte, aber lange nicht mehr gezockt. Spiel beitreten? Bindung wird hergestellt. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Da bin ich ja gar nicht. Keine freien Plätze auf dem Server.
Warte mal, ich push mich hier durch. Ja, ich konnte Start drücken. Du bist jetzt Host einer Mehrspielerspiels. Okay. Servus, ich fahre jetzt mit dem Bus und dann haue ich mal eine Party-Einladung raus. So, mal gucken, ob du da gleich mit im Bus sitzt oder noch Charakterdesign bist. Sternentautal. Das war auf jeden Fall sehr umfangreich. Alles, was wir in Harvest Moon gerne mehr hätten, haben sie hier so viel gemacht. Also Chocobo? Leute, ja, der Chocobo-Klo. Chocobo-Klo. Warte darauf, dass die Veranstaltung des Hosts vorbei ist, okay? Ja, ich, Robin labert mich hier gerade voll. Sie wurde vom Bürgermeister geschickt und so. Ja, wissen wir doch alles. Ich folge dir einfach mal. Ich soll ja mit Fremden mitgehen. Das ist ja das Erste, was man von seinen Eltern lernt. Mit Fremden mitgehen. Pass auf, gleich lächelt sie. Zum verlassenen Bauernhof. Und jetzt sticht sie mich ab. Ja, genau das. Ey, bringt mich hier zu so einem verdeckten Hof. Ja, das ist unser. Einfach so ein Mios, Mios, der springt hoch. Ja. Jetzt holt sie das Messer raus. Was ist los? Was ist los? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Klar, ist es ein wenig verwildert, ey. Überall Unkraut. Ja, Arbeitsabfrage. Und soll ich gleich alles jäten und du besorgst noch schon mal Saat, oder? Ja, können wir machen. Und lauf rum und sammle die Güter ein? Die Blümchen ein, ja. Oh, ey, wir haben sogar hier ein Haus Denk an die, bei uns im Haus. Denk an die Würmer. Die Würmschke. Die Würmschke? Die Würmschke. Ah ja, die sollen wir ja noch extra picken. Mhm. Blüht. Aber die Würmspicker sind die Worms. Die Wormsies. Worms, ey. Oh, yeah. New York. Ja, das hat aber keiner hier von Worms gesagt. New York. Okay, ich habe den neuen Abi runtergeladen. Ich habe es auch noch nicht gespielt, ey. Ich habe gedacht, die reden noch wie auf der PlayStation 1-Version. Ich wollte gerade das Lied singen. Ja, ich weiß. Weißt du nicht? Wie unhöflich. Jetzt wollen sie mich beide abstechen. Achso, hier, Kaufgespräche, ey. Ach, guck mal, hab ich das kleine grüne Ekel aus Medley, oder? Ja, du kommst da ein kleines Piss aus. Im Gästehaus. Alter! Und nur weil du kein Holz vor der Hütte hast. Warum hab ich denn so ein hässliches aus? Guck mal, du hast hier wirklich schön und ich hier so. Safe kann ich mein Haus auch nicht ausbauen, richtig? Lass aber bei mir mit rein. Boah. Schatz, wir wissen alle, dass wir das in die Box legen müssen. Ich safe. Ja, ich weiß nicht, warum wir das 20 Jahre hintereinander erzählt. Safe hat jeder von uns schon mal Harvest Moon gespielt und weiß die Grundinformationen. Die Scheiße kommt in den Topf. Oh, ich habe ein Geschenkbox. Oh, ist jetzt rein? Ja, ich kann mich jetzt fragen, bin ich weiblich oder bin ich männlich? Das ist mein Mogel. Wieso, kannst du keinen selber machen? Na doch, ich mach jetzt. Mag gerne. Was mag ich denn gerne? Ja, kein Kaffee. Ja, du kannst dir Zeit lassen, er hat mir Werkzeug gegeben und ich kann ihn anbauen. Lass dir Zeit. Drück auf keinen Fall B. Das ist, kannst du dich wieder rückgängig machen, wenn du da einmal B drückst. Das ist vorbei. Musste man noch aufladen, ne? Nee, kannst du gedrückt halten. Ich kann noch mit X. Stumpf mal so aus, wir wollen ja was anbauen. Boah, Harz, ey. Aber nee, ich hab mir außerdem, ich hab mir außerdem Bart gemacht. Wie kann ich das jetzt wieder wegmachen? Eine Frau mit Bart. Der Hund ist in der Hütte, da mit dem grünen Dachpan, ey. Das will ich nicht sehen. Ach, shit, ich will sie wieder weg. Accessoire durchskippen. Okay. Deswegen habe ich die gar nicht angefasst, weil die Accessoires sind echt. Okay, Haut, ich habe Hemd. Ich drücke jetzt einfach mal auf Kegel. Ey, ich durfte mir gar kein Tier aussuchen. Ja, wir haben eine Kitty. Das ist ein neues Update. Ich habe 15
habe 15 Samen gekriegt. Ja, du auch? Ja, ich habe das Feld hier schon fast aufgeräumt. Ja, ich muss noch mal gucken, wie jetzt die Steuerung war. Dann die Elke jetzt dann durchkippen und... Also, du bist schon drin. Warum hast du denn Zappi? Und Bart. Ein Frauenbart, das habe ich gesehen. Nein, ich habe das ist kein Bart. Ab in die Scheune mit dir. Hallo, guck dich doch mal von gerade aus an. Das ist kein Bart, das ist mein Kinn. Hier, siehst du? Ich hab die... Stimmt. Keine Sorge, wir arbeiten, dann kriegst du eine Nase, okay. Und Kinn, okay. war das hier auch mit diesen Basic Harvest Moon Feldern, wo wir einen freilassen müssen? Ach nee, die waren einzeln anlegen, ne? Ach ja. Da kannst du wirklich einen Acker anlegen. Schneller. Weißt du, was cool gewesen wäre? Wenn wir eine Reihe immer freigelassen hätten. Warte mal, wir müssen das machen. Ja, können wir doch. Nimm den Stein und schmeiß ihn da hin. Dann ist der unterste weg und dann musst du wieder hin. Ja, ich baue hin und du machst weg. Genau, die Mitte. Ja, aber dann reicht das ja jetzt auch mit dem... Weißt du, wie viel Saat du gekriegt hast, aber... Flash-Flo haben wir nicht. Oh, guck mal hier. Tunis. Komm, die Susi und Streu, ich hab nichts mehr. Hier ist das nicht so, wenn wir über die Saat latschen, dass die Qualität sinkt. Ich hatte nicht. Ach, wir laufen einfach mal drüber, lernen wir einfach jetzt auf die harte Tour. Weißt du, bei Harvest Moon, dass du da extra... Du kamst ja auch in der Mitte nicht ran, deswegen war dieses 3x3 war bei Harvest Moon nicht gut. Es sei denn, das ist eine verbesserte Gießfälle, wo du halten könntest. Ich hab noch Gold, ey. Wollen wir nochmal eben shoppen gehen? Und du machst hier noch ein bisschen Platz? Ja. Warte, wir müssen Kisten bauen. Wie geht das nochmal? Y drücken. Ich brauche richtiges Holz dafür. Ja, ich hole nochmal eben Saat, damit wir mehr Kohle machen. Ich kann dich verlassen, ohne dass du jetzt hinterher fliegst, ne? Ey, ich weiß nicht. Ich hoffe. Du schaffst das schon. Arbeiten. Papa geht einkaufen. Toll. Toll. Hat der Laden überhaupt auf? Die haben ja immer so komische Öffnungszeiten hier. Ist Mittagspause gleich. Ich sammle schon mal Steine, weil ich das Stein sammle. Oh, die Quests. Ah ne, hier ist der Kalender. Babys Geburtstag am 7. Boah, ist das schön, wenn das alles auf Deutsch ist. Was wollen wir denn anpflanzen? Pastinaken bei dem? Bohnen? Blumenkohl? Ich wäre schon für Pastinaken. Einmal komplett durch, hast du nicht drauf. Ja. Nee, das ist mehr als wir zusammen hatten. So, ich bin nach Hause. Ich sag niemandem Hallo. Bis die Farm sauber ist. Aber Junge. Das darf keiner sehen. Oh, Blumen. Unser Einkommen. Wildblumen vom Straßenrand. Ich hab auch schon ein bisschen Holz. Ja, ich hab fast 25 Holz. Könnten wir eine Box für die Ressourcen da schon mal ein bisschen anlegen? So, ich mach mal. Kann ich dir das droppen? Boah, sauber. Pass auf, dass du nicht auf die Schalter haust. Starte du das doch mal eben an. Ich mach hier weiter. Ja, mach ich das schon. Hätt's mir nicht, ich bin auf der Arbeit. Oder bei Jagd. 15 habe ich noch. Noch 8 Felder nach vorne. 3, 4, 5, 6, 7. Boah, wir wären fast gut, weil du musst noch mal so einen ekligen extra ranhauen irgendwo. Am Schumpi, genau. Müssen wir das Unkraut dazwischen rausmachen? Ich weiß nicht wie. Weißt du auch nicht mehr, ne? Aber. Nee, das kannst du mit dieser Pickel kannst du es entfernen. Boah, meine Power ist fast durch, ey. Die Holz werde ich nicht mehr haben können. Oh, meine ist auch durch. Meine ist komplett durch. Ist komplett durch schon. Ja, warte, lass mich nochmal picken. Oh, guck mal, ich laufe schon langsam. Aber ich wollte, kann ich irgendwie droppen? Kann ich die Sachen hingehen? Ja, weiß ich gar nicht. Ich versuche, es sieht jetzt zwar nicht so schön aus, aber ich habe Angst. Das ist hier ich unser... Kann aber vielleicht... Oh, Kohle. Lehm. Warte mal, Eine Kiste? Lass mal gucken. Dafür brauche ich 50 Holz. Ja, warte hier.
schmeiß es jetzt raus. Wie denn? Da. Wie? Hast du es aufgenommen? Ja, aber wie schmeißt du denn? Du drückst Y und dann gehst du runter und dann gehst du auf das Produkt, was du abwerfen möchtest, bestätigst mit A und dann musst du das wie bei Minecraft zur Seite ziehen. Yay! Mach die gleich mal in einer anderen Farbe. Das ist eher die Müllkiste, genau. Oh! Ja, ich komme auch noch nicht zur Steuerung klar. Mit A bestätigen, ne? Yes. Warum kann ich da nicht ran? Ja, weil ich da gerade dran bin. Wenn der Chef dran ist, darf der Auszubildende nicht dran. Fuck you. Oh nein, nicht meine Axt. Ich hab jetzt alles reingetan. Ich muss mich hinlegen, weil ich bin der langsamste Joe aller Zeiten. Kann ich bei dir pennen kommen oder ist noch getrennte Betten? Stimmt, aber ich darf mal kuscheln. You made this bed, lass mich in Ruhe. Oh. Geh weg! Oi. So schön warm hier. Mann. Ja, ich habe noch Blumen mitgebracht. Zwar nicht für dich, aber für den alten Levis. Oh, hier, guck mal. Haben wir schon 66 Gulden gemacht. 66 Gulden? Weißt du gar nicht hin, wo mit den ganzen Knochen. Kannst du 3 Saatpakete kaufen, die billigen Pastinaken. Ja, du schläfst einfach in meinem Bett. Eigenes Bett. Ja, kuscheln geht. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Also wenn ich jetzt denselben Scam jetzt bei mir im Postfach habe, dann drehe ich durch. Wir sollen da, denke ich, hallo, bin gerade vom Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Billy. Wow, er hat ja voll die individuelle Nachricht für mich aufgeschickt. Er hat mich viel lieber als dich. Der Billy. Kann man schnell laufen? Irgendwie ging das. Drück mal den linken Stick rein. Der geht. Oh, drück mal den rechten Stick rein. Das ist neu. Nee, mit der Bulle war schon so. Jetzt schneller. Wo ist Lilly überhaupt? Boah, sag das. Ha! Werde immer ein Millimeter. Das ist der Abschluss hier. Werde immer ein Millimeter vor dir sein. Aua! Ich bin ein Millimeter vor dir. Ich bin vor dir. Du hast ihn gedrängelt jetzt. Lilly! Alter, er schmuckt an. Hoffentlich gibt er eine ab. Schmuckt, schubert. Wo bist du denn jetzt? Ich dachte, du bist Erster. Jetzt bin ich ganz alleine mit ihm. Ahoi, Fräulein. Habt gehört, es gab einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Was stand bei dir? Stand bei dir auf, Fräulein? Bursche. Da bist du schon viel besser mit weggekommen. Ich glaube, den schubse ich ins Wasser. Nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang. Er hat eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Ich geh mal sein Pullover an. Ja, da wächst irgendwie das Fell durch den Pullover durch. Muss ich jetzt für die Mangel oder? Ist die Zelda jetzt? Jo, er hält die Zelda hoch. Ja. Bambusstange, ich dachte, ich hab eine Angel, Junge. Toll, Stock mit Schnur. Das Kunst des Verarschens. Ach, da bist du erst. Ich bin schon fertig. Ich hab die alle schon. Ja, ich weiß. Boah, da bist du ja schon wieder. Da kommt erst nach Hause, wir müssen arbeiten. Wo bist du denn? Hallo, kannst du die Muschel mal mitnehmen? Das kostet, das kriegen wir Geld für. Ich kann mich noch gar nicht bewegen. Ich bin noch voll gestunt von Billy Smoke, ey. Der schaut jetzt zur See, jetzt habe ich einen Blackscreen und jetzt kann ich wieder laufen. Ja, dann nimmst du gleich noch natürlich die, nehme ich die ganzen Erzeugnisse mit. Die Muskeln mit. Die Muskeln. Also schauen wir uns hier schon mal alles am Strand zusammen. Hier ist doch gar nichts. Ach, hier müssen wir mit Holz herkommen, damit wir hier rüber mopsen können, ne? Sag mal, wo geht's da 300 Hause? Stück. Nach oben. Wo hin? Hier durch. Ich hab ein paar Muskeln. Also war schon alles leer. Na, ich hab's nicht. Achtung, Zivilisten, verstecken. So ist kein Kontakt hier. Wir wollen keine Liebe. Wir wollen hier auch das Maskenpflicht. Achtung, du bist kontaminiert, du musst in der grünen Hütte schlafen, alleine heute. Fräulein. Bursche. Bürschchen. Wie kann ich denn jetzt gleich wegschmeißen in die Erzeugniskiste? Okay, geh mal da oben, da war noch was. Habe ich doch gestern hier alles. Ui.
Einfach mit A andrücken, die Box. Also du brauchst es nicht wie bei Harvest Moon ausrüsten und flacken. Okay. Schmeißt es daneben. Einfach auf Tasche lassen, mit A bestätigen, auswählen, A drücken. That is the Kirmes. Was ist denn das mit unserem Feld hier? Kannst du da mal bitte ein bisschen rumhacken? Ja, ich hab rumgehackt, damit das Unkraut da weggeht. Ja, dann mach das mal mit dem anderen Teil. Mit dem Hammer? Ja, mit dem... Nee, das ist die Axt. Oh, das ist das Unkraut wieder da. Ich hab das Unkraut wieder ausgebuddelt. So, warte, ich pack mal heute die Bombe mit mehr Kisten. Baller mal eine ganze Power jetzt mal ins Hölzchen rein. War das hier nicht so, umso öfters man was benutzt, umso mehr kannst du es upgraden? So wie bei Harvest Moon? Nein. Wo man sich nochmal quälen musste mit dem Hammer? Nein. Hier einfach, wenn du Cashflow hast, dann kannst du es vielleicht. Ja. Weiß ich doch nicht, ich habe es auch ewig drin. Du sagst ja, ja, ich bin ja mit Rieso, ja. Okay. Ich weiß nicht, wo der Lied ist. Kannst du mal mein Haus frei senden? Dein Haus frei senden? Ja, mein armes Haus ist voll dick geliefert. Ja. Kann man mein Haus aber irgendwie umstellen, sonst? Wegen Kicking-Lässe, oder? Und vielleicht können wir es anzünden. Nee, irgendwie ging das. Ja, stimmt, da gab es einen Farben-Editor, ne? Ja. Ich glaube, wenn wir das Silo erstmal haben, bin ich mir ganz sicher. Boah, Alter, ich hab keine Power. Aber was hab ich denn da? In der Muschel. Ich hab einen Goeden. Du hast einen Göden. Eine Göde. Das ist ein Göde. Ach, eine Goede, ja, die kann. Ein Göde. Ein Göde, ja, bei dir auf Tasche. Der örtliche Schmied kann sie aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Ja, sammel die erstmal. Für eine würde ich nicht loslaufen. Dann kannst du nur was im Museum packen. Aber ich bin wieder komplett doof. Ich pack jetzt mal meine Erzeugnisse. Wie schnell bist du denn? Ich hab alles hier. Schwache Frauenarme, ne? Ich hab noch ein bisschen Tinte auf dem Füller. Ich hab hier alles geputzt und gewidert. Geh schon mal durch, komm gleich. Dekorative Schale will ich kaufen, wenn ich die habe. Für die dekorative Schale öffnen. Kannst du den Hühnerstall stellen, ey. Kannst du reinschieben. Ich kann die dekorative Schale nicht verkaufen. Gut zu wissen. Oh, es ist exklusiv, ja. Du darfst hier nichts von den feinen Sachen verballern. Ja gut, ich geh auch fertig. Hast du alles gegossen? Yes. Nee, hier ist noch... Oh, hier wird geschludert am Bau. Und weil du dich hingibst, hier der Letzte, das... Ja, wenn die unten, wenn die Pastinaken hier nicht richtig kommen, ey, dann haben wir hier wieder so einen Schuss. Ich hab alles. Ich hab's im Stream, das werde ich dir klippen und dann würde ich dir das jedes Mal zeigen, wenn du ein bisschen warst. Ey, gießt du, ich mach den Move. Ich zeig dir mal, wie man eine Kanne hält. Ui! Komm mal, meine Erzeugnisse hier. Ich hab uns 220 Euro reingespielt, Freundchen. Also ich hab ein Sammelstufen-Upgrade hier, Level-Up. Ja, obwohl ich gesammelt habe, toll. Achso, du hast schon mich geboostet. Ich dachte jetzt hier, das war meine Manneskraft, die virtuelle. Das war meine Frauenskraft. Das Fräuleinskräft. Das Fräuleinskräftchen. Oh, es regnet, wir müssen nicht gießen. Oh nein, wir können. Oh, oh, hier ist so ein fieser Rabe, der hat hier. Das war das Ding. Also hier, das war. Oh, das kann doch nicht sein. Ach, das war hier mit Vogelscheuchen, ne? Ja. Also guck mal. Schatz, heute Nacht hier draußen bleiben, wenn ihr schlafen geht. Guck mal eben bitte, guck mal eben bitte, ob wir eine Vogelscheuche bauen können. Dafür müsste man doch irgendwelche... Ich kann ein Holzschild aufstellen und draufschreiben, verzwiebel dich. Ach, Schatzi, warum kannst du keine Vogelscheuche bauen? Weiß ich doch nicht, was man dafür machen muss. Das musstest du irgendwie, keine Ahnung, muss ich ein paar Bäume knechten und dann kommt das wieder. Was ist los mit dir? Warum weißt du das? Boah, ey, wann wir das zu Release gespielt haben, da war das nicht mal auf Deutsch. Meine Fähigkeiten. Kann ich das so durchskippen? Ja, kannst du mit F4 durchskippen, das ist schon angenehmer. Nee, von der Herstellung her nicht. Also Farm, Kiste vollstopfen. Automatisches Laufen kann ich aktivieren. Wie denn? Y, dann gehst du auf den Controller mit RT. Und dann kannst du automatisches Laufen unter Allgemein, das ist gleich das Erste.
Porträts anzeigen. Ja, keine Ahnung. Ja, immer das ist von Billy, also das hätte ich verschenken können. Ein Ahornsamen. Wir können Bäume pflanzen. Ahornsamen. Ja, dann können wir das bestimmt auch noch machen. Also Holz brauchen wir für die Brücke am Strand, also wenn wir da 300 zusammenkriegen, das wäre auch schon mal so Kohle, die wir zusammenkriegen. Ich habe noch einen Göden gefunden. Oh, eine Göde! Ja, und ich habe dir 122 Holz reingebäm. Oh, sauber, da haben wir die Brücke am Strand ja schon fast. Das können wir ja schon fast heute machen. Einfach, weil ich jetzt Bämer bin. Farmer. Ich bin geboren auf dem Land und der Kühe. Ich laufe nicht hoch, das ist bestimmt irgendwas. Ja, das gibt so einen Rundkurs, wenn du bei uns oben an den Greenhouse und dann hochläufst. Nein, ich meine, verkaufen gibt es hier bestimmt irgendwas. Ja, meine ich ja. Es gibt ja immer so viel, je nach Jahreszeit kann man aufheben, wie bei Harvest Moon. Harvest Moon, ne? Amerikanisches Harvest Moon. Keine Ahnung, warum jetzt das Landfeeling hier auf einmal rauskommt. Harvest Moon, ey. Stardew Valley. Hör mal bitte auf, ey, sonst kriege ich das nachher die ganze Zeit. Ich kann dein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Es wird dich 10.000 G kosten und du müsstest mir 450 Stück Holz liefern. Bist du interessiert? Nö. Nein. Holz, so, willst du keine Küche Alter haben? Ich dachte, du willst uns was Schönes kochen. Herz? Hofgebäude errichten. 51 Holz noch. Ich bin tot. Ich kann jetzt auch nur noch sammeln gehen und gucken, ob ich irgendwelche Erzeugnisse finde. Dann wollen wir ein Brot. Also ich würde erstmal alles, was wir haben, ins Feld ballern. Oh, züchte Fische und ernte ihre Produkte. Fische vermehren sich mit der Zeit. 5000 G, Stein, Seetang, Grünalgen müssen wir dafür haben. 5000 G. So ein Blank, ich habe 286. Ich weiß nicht, ob wir geteilte Kasse haben, aber... Ich habe 286. Dann geteilte hier ruft Kasse. Irgendwas. Was war das denn? Und hier sind auch Zuckerrüben und so. Ja, ich sammle auch gerade. Ich bin von der Stadt aus, komme ich dir jetzt entgegen bei dem Einsiedler, der da oben im Zelt campt. Oh, da ist noch eine Rübe. Eine Rübe mit. Eine Rübefeller. Ich habe nur Blümchen irgendwie. Nimm die Blümchen mit. Ja, nehme ich auch. Ich kann eh nicht mehr viel machen. Ein Schlag und ich liege. Ja, ich muss jetzt auch noch. Hier bist du bei Robin. Ja. Bei dem Shop. Hier habe ich gerade alles. Die ist rechts jetzt an dem Haus vorbei. Ja. Ich habe auch. Da warst du schon, ne? Ja, ich habe auch ein Lehm gefunden. Wollen wir das behalten oder verkaufen? Lehm behalten. Okay. Hier oder auch. So wie Blumen und so einen Scheiß kannst du eigentlich alles verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir Lehm brauchen, um irgendwelche wichtigen Sachen von Maschinen und so herzustellen. Deswegen erstmal wegstecken. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Geld, um alles hier auszubauen, wie du erst die Frage hattest. Nur für Kohle und Holz, ne? Ja, aber sobald wir das erstes bauen, ne, können wir mein Haus umstellen. Das heißt, wir können das eventuell ein bisschen dichter an dein Haus stellen. Sodass das eine Einheit ist. Unter Option habe ich dicht gemacht. Es war, bevor ich diese Welt hier erstellt habe, ja, gab es, also aus dem Icon wirst du nicht schlau, da waren vier Häuser nebeneinander gestellt und vier Häuser weit auseinander gestellt. Kann noch ein bisschen, kannst dich schon mal hinlegen, wenn du... Ja, ich auch okay. Heute stehst du bei mir. Oder du kannst das ansammeln, wenn du nett bist. Das ist ja... Wieso, bist du voll? Ja, nee. Aber du brauchst Aufgaben, Freundchen. Ich bin schon fertig mit meinem Tagesgut. Ja, komm, jetzt bin ich auch fertig.
Achso, ich wollte. Was ist das? Das war die Kiste, die knatscht. Sag mal. Nee. Das war irgendein. Das ist ein Monster. Ich lieg im Bett, du Monster. Aber du hast die Augen schon zu. Z. Muss man das separat speichern oder speichert er das je nach Tag? Je nach Tag, ne? Nicht. Ey, ich hab Zuckerrüben da reingeschmissen. Wo sind die? In der Kiste bestimmt. Ja. Bleib stehen, ich will dir was zeigen. Bleib stehen. Ich bin schon weg. Ich kann nicht stehen bleiben. Guck mal. Aha. Oh, Duggies. Müssen wir jetzt individuelle Partner suchen oder geht das jetzt auch untereinander? Geht auch untereinander. Weiß ich nicht. Wir sind geschickt. Wollen wir die beide hier unten lassen oder neu anziehen? Ich würde erstmal alles eben machen und dann halt die ganzen Sachen da von den Bäumen. Das sind alles selber maschinell machen. Aber Bäume müssen wir auf jeden Fall wieder reinklopfen, weil das ist das, was wir als erstes weg haben und brauchen ganz viel. Ja, vielleicht. Wir können auch mal den Übergang auf den Sommer beobachten, ob es da nicht einfach random spawnt. Wenn wir alles verbessert haben, können wir denn hier irgendwann auch mal einen Zaun ziehen, damit wir das abtrennen von unseren Saatentieren. Ja, unbedingt. Wir müssen ja auch hier die Vogelscheuche in Position bringen, damit er die ganzen Felder abdenkt. Ja. Oh, ich werde blind hier. Ich weiß immer nicht, ob ich es gegossen habe. Ich mache jetzt alles nass, dann sieht man es besser. Aber das ist echt nur. Hier ist dunkel und hier ist ein bisschen heller. Aber wenn man zu lange drauf ist, dann ist es bescheuert. Wollen wir noch mehr Felder anbauen? Wird das halt erstmal so lassen, ne? Also ich kann das jetzt schon alles nicht richtig gießen, ohne dass ich komplett im Arsch bin. Und gar nichts mehr machen. Ja, ich hole nochmal abgezählt jetzt. Hat mir hier unten irgendwo noch so eine Missgeburt gestellt? Ja. Ach hier. Den habe ich gar nicht gegossen. Das ist der Unkraut. Sieht aus wie ein anderes. Klipp das rein und schick es dir. falsches Werkzeug. Ich bin jetzt wieder sowas von im Arsch, ne? Das ist so ätzend am Anfang, dass man gar keine Ausdauer hat. Ich hole nochmal eben Saaten. Wir machen noch mehr Pastinaken, die gehen schnell. Ein schnelles Einkommen. Ja, wenn du dich schon verausgabt hast, dann geh du nur noch sammeln und ich baller gleich nochmal meine Power weg. Du könntest, obwohl, das Gießen hat auch schon gescheuert. Du könntest einmal runter zum Strand gehen, wenn du nett bist, und einmal bitte die Brücke erneuern. Jetzt bin ich schon im Shop, das mache ich dann gleich. Und ich würde jetzt eben alles einmal einsammeln gehen. Ach scheiße, Bohnen. Mehr. Ich grinde jetzt nochmal die ganze Kohle. Ja, solange du gleich die Brücke machst. Und die Erzeugnisse da gleich mitnimmst, damit ich das hier machen muss. Hm. Haben wir denn 300 Holz zusammen? Ja. Ich glaube, mit dem Saaten übernehme ich nicht auf, ey, weil selbst das Gießen ist anstrengend. Das habe ich dir eben gesagt. Warte, dann reduziere ich das nochmal. Hier unten wird nochmal angesetzt. Oh, hier war das Angeln total komisch, ne? Kann ich dir so gar nicht mehr sagen. Aber ich habe noch 10 Saat. Pastinaken brauchen 4 Tage, bis sie fertig sind. So, jetzt nicht mehr.
300 Holz, 343. Und bauen wir unten das Stück weiter und holen wir die ganzen Korallen und so hoch. Hast du Dingens, hast du die Brücke jetzt gemacht? Nee, ich bin gerade auf dem Weg. War gerade an der Kiste, jetzt bin ich hier auf dem Marktplatz. Die ganzen Events gestaltet werden. Oh scheiße, Louis läuft mir über den Weg. Corona. Jetzt in einer Videoszene. Siehst du das? Nee. Okay, hast du auch nichts verpasst. Es war Blackscreen, du hast dreimal einen Hammer gehört und das war's. Ja, nicht, dass ich jetzt die Brücke nicht hab. Nee, wir teilen uns alles. Das ist ja gemeinschaftliche Kasse und so. Aber du brauchst jetzt nicht herkommen, ich mach den jetzt einmal leer. War aber auch nicht so viel zu holen. Böschen. Also ich bin jetzt komplett im Arsch. Sorry, ich auch kurz davor. So, ich muss pennen gehen jetzt. Ja, ich muss erst zurücklaufen. Das ist immer ein bisschen nervig, dass man auf den anderen warten muss. Mhm. Aber ich habe auch eine ganz dezente Leiste unten links, die auch nur ein bisschen mein Inventar verdeckt, wenn du schlafen gehst. Danke. Ist dein Inventar unten? Meins ist oben. Meins ist unten? Unten mittig. Lol. Da gehört's doch hin, oder nicht? Meins ist immer oben links. Jetzt ist meins auch oben. Du hast einfach unser ganzes Geld verkackt. Ich komm gleich mal wieder. Einen Moment, ich muss noch kurz pielen. Jo, wir können auch eine rauchen. Ja, denn Moke. Aber noch nicht dann schlafen lass eben, gehen. Ich würde schlafen gehen und aber nicht bestätigen, weil dann hast du das gespeichert und es passiert nichts mehr. Ja.
I'm back. Hofarbeit, wir haben gar nichts gemacht. Wie? Es steht oben 0 Gold. Achso, da bin ich noch gar nicht. Jetzt mal. Damit. Tag 5. Warten auf anderen Spieler. Ja, lese es dir in Ruhe durch. Es gibt viel zu sehen. Tschüss, Sammy. 41 Minuten, also brauchen wir so für einen Tag circa 10 Minuten mit Raucher. Oh, kann er schon? Jo! Ja, dann hau mal weg, dann mach ich da gleich neu. Ich lese mal die Post vor. An unseren geschätzten Jaja-Marktkunden. Unser Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz L61091 Joja GmbH. Ja, das Gesetzesveränderung. Da oben verantwortlicher Umgang mit. Ja, ich weiß, das sind die Schweine. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Vorfall. Ich habe ja nicht eventuell bereitet hat. Ich hab, ja, verklagen wir sie gleich, ne? Das ist alles kaputt hier. In Amerika, kaputt. Morris, okay, Morris heißt der Arsch. So, dann kann ich jetzt hier gleich nochmal die nächsten. Ich habe nur 10. Dann hole ich gleich nochmal neu. Wir brauchen nur 4 Tage. Ja, wir müssen. Ansonsten kriegen wir das Farmlevel nicht hoch. Und ich glaube, das Farm- oder das Bauernhoflevel entscheidet mit den Krähen und mit den Kühen raus. Ich nehme auch vielleicht keine Korallen mit. Keine Sorge. Ich bin voll cool. Das Einkommen hier, der Müll, der hier rumliegt. Hier ist aber Müll. Das ist verschlossen. Oh, jetzt macht er erst um 9 auf hier, der Penner. Wie geht es den Korallen? Ja, ich bin schon unterwegs. Dafür haben wir auch die teure Brücke jetzt hier gebaut. Für die billigen Korallen. Für die billigen Korallen. Oh, eine Muschel. Eine Venusmuschel. Toll, jetzt habe ich gegen dir. Ich bin der Farmer im Kopf, ey. Ich bin der Farmer. Ich bin geboren auf dem Land und das Ziel. Toll, voll umsonst hier. Eine Venus. Oh, und eine rote Koralle. Mm. Die bringst du. Jetzt ja, und jetzt. Die Qualität an. Jetzt im Bereich. Kann man nicht noch so Fischreusen bauen und wieder hinflappen? Das müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen machen. Müssen wir erst mit Anglerlevel und so alles steigern. Ja, was wir machen Einkommen. Können, was cool ist, du kannst da jetzt bauen, dass du deine halt den Faden verloren. Ja, heb ihn wieder auf. So, pass die Nase mal an. Ah, nur 19, ey, wir sind echt arme Säue. Tiere sind auch noch zu teuer, ne? Für tierische Erzeugnisse. Da brauchen wir auch eine Scheune und so eine Scheiße. Ja, aber wenn wir angeln gehen und so einen Brunnen hier hinbauen, also für unsere geangelten Fische, die geben auch Erzeugnisse. Hier ist irgendwie eine Eiche. Fischmilch kann, oder was? Kann ich nicht aufheben. Ja, keine Ahnung, was sie gibt. Da steht, um deine gefangenen Fische da reinzusetzen und die Erzeugnisse daraus zu sammeln. So, ich hab dir nochmal Säti. Nochmal eine hier hin. Ich hab noch ein bisschen Power, ne? Ansonsten musst du sammeln gehen. Damit ich meine Kraft auch noch runterspielen kann. Ja. Haben wir eine Kiste meiner Höhle? Haben wir überhaupt eine Höhle? Ja, wir haben eine Höhle, aber da ist noch nichts drin. Da war wichtig, wenn wir sie erkunden, dass wir, ich glaube, die Monster nehmen, oder? Die Pilze. Die Pilze. War das für die Monsterfarm später wichtig? Ja, gut, aber willst du die Monsterfarm spielen? Ja, den brauchst du ja, um nachher diese Luxusgüter zu machen. Das kriegst du auch mit den Pilzen. So, ich bin hier einmal drin, so, damit der Typ kommt und sagt, oh, du hast ein schönes Loch hier. Ich glaube, da müssen wir das anbauen. So, Vorlage habe ich schon gegeben. Soll ich Fiber machen oder Holz gar nicht wichtiger? Schick Dings mal zu mir.
schon. Also laut eben. Ich hab zu doll gedrückt. Könnte man Fasern überhaupt nicht rauchen oder ist das ein Abfallprodukt? Nee, Fasern kommt nachher ins Silo und das zu Heu. Ne? Ja, und das brauchen wir auch für den Fisch, den es ist. Genauso wie Korallen und so, das müssen wir alles angeln. Bist du damit einverstanden, wenn ich gleich in der nächsten Runde mal nichts auf unserem Hof mache und direkt in die Mine gehe? Ja, müssen wir ja eigentlich auch. Können wir auch zusammen machen. Ja, weil dann kann ich direkt schon Gold und alles verkaufen. Stimmt, das gibt auch noch wirklich Cash, ne? Ja. Und die Ausrüstung auch für den Abenteuerclub. Ja. Alte Männer, die in die Höhle gehen. Da müssen wir unbedingt mitmachen. Mhm. Hast du auch nicht? Ich hab dir auch das ganz viel Grünzeug jetzt gemacht. Dann geh ich mal wieder auf Axt. Oh, ich bin voll scheiße. Ja, und ich bin komplett kaputt. Ich hab noch ganz viel. Sehr viel. Die Muscheln und die Koralle verkaufen. Also die Samen und so, das behalten wir alles. Ich tu mal die Angel mit in die Box rein, ne? Nicht meckern, aber angeln geht noch nicht. Nicht meckern, ich jetzt. Alter, was ist das hier für ein Scheiß? Bambusstangen, Schnur, Junge, willst du mich verarschen? Genau so. Das ist nicht doch keine Angel. Artlight 360. Künstlicht 360. Oder Kunstlicht. Oder. Das brauchen wir gleich im Tunnel. Ach, da gibt es auch hier, ne? Ausrüstung und so eine Scheiße. Ja. Muss mir gleich erstmal. Müssen wir da rein. So, jetzt kann ich aber nicht mehr. Ich muss mich hinlegen, sonst kippe ich um. Ja, dann gießen wir den nächsten Tag jetzt gleich und dann gehen wir da hoch zu den Abenteuerluschen. Ja, du gießt und ich flitze schon mal hoch. Okay, kannst du ja mal gucken, ob die schon geöffnet haben. Ja. Nicht, dass wir hier irgendwelche Öffnungszeiten haben. Also du willst jetzt direkt ein Schwert kaufen? Also ich würde erstmal reingehen mit meiner Sichel oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn du sagst, Sichel ist besser, dann... Ja, für erstmal, man findet da ja etwas, ne? Mhm. Und wir sind sowieso blank, also kaufen... Nee, ich hab doch jetzt dieses Ding ins reingetan. Zwei Korallen hier, eine Koralle und eine Venusmuschel habe ich reingeballert. Und die Erzeugnisse von heute? Ah ja, stimmt. Wir sind jetzt Millionäre. Yeah. Jetzt mal schlafen. Mann, das ist schon 17 Uhr. Ja, ich bin auch schon ready jetzt. Ich bin eine alte Dame. War alles gegüten. 105 Holz, Harz. Ja. Ich wollte meine Gießkanne eben schnell voll machen. Mach ich natürlich nicht. Oh, Vogelscheuche. Ja. Du auch? Haben wir freigeschaltet. Ja. Gesamt 2000. Oh, geil. Hoffentlich haben wir unsere Felder schon anständig angeordnet, sonst würde ich das nochmal lassen und erst im Sommer eine richtige Feldeinteilung machen. Lol, okay, dann baue ich euch jetzt keine. Da ist ein Y oben, was heißt denn das? Wo ist ein Y oben? Ein Ausrufezeichen? Ja. Komme ich da hin? Nee, also das sind Quests auch. Man kann an der komischen Bude da Quest annehmen. Okay, dann rüste mal deine Sichel aus oder so. Kannst du die Sichel ballern? Ja, die ballern. Willst du uns hier mit der Axt reingehen? Ja, direkt Axt. Sichel ist viel cooler. Die Sensen, Mann. Hm. War doch hier oben. Ich laufe ja schon hinterher. Nur schönes Wetter für den Höhlengang gesucht. Hm. Oh, da ist er. Er gibt uns jetzt ein Schwert. Alte Willi.
Neuer Hofbucheintrag, Ausrufezeichen. Ein Blick, aber mit einem Auge wirklich nur ein jo, Blick. Jo, Schwert gekriegt. Siehst du. Ja, der rostige Schwert. Aber naja, auf jeden Fall. Ja. Hat sich das Auge selber ausgehauen. So. Abenteurer-Gilde. Ja, bla bla bla. Leid ist schon drin, ey. Ich krieg wieder nichts ab. So, hast du das Treppchen genommen? Ja, müssen wir. Hier. Ist das schon drin? Ja. Ach, hier müssen wir abbauen. Ja, also viel Abenteuer wird's nicht geben. Ich baller hier schon alles weg. Kupfer und alles, was wir brauchen für den Ofen. Bist du viel weiter runtergegangen, sag mal? Ich bin jetzt auf Ebene 3. Achso, du bist einmal durch, ja. Ich mach hinter dir sauber. Ach, dann hätte ich aber auch deine Leiter sehen müssen auf Ebene 3. Hier, auf Ebene 1 schon. Habe ich gar nicht gesehen. Das weiß ich auch nicht. Bis zu dem Fahrstuhlschacht müsste ich kommen, ne? Ja. Damit ich dann wieder in diese Ebene komme und nicht nochmal komplett von vorne buddeln muss. Hm. Geh immer direkt runter, wenn ich die Treppe finde, weil so kommst du weiter runter, ohne ja, ich weiß. Zu gehen. Ja, ich bin Kohle und Kupfer, Stein, alles mit. Ja, ich auch. Und ich level ja auch. Ich bin jetzt auf Ebene 5 ach, schon gespeichert. Ich bin auch schon runter. Ach, hier ist dunkel, ey. Dunkel und ist gut munkel. Oh, ein Schleim. Oh ja, Schleimi. Bats, bats. Boah, der gibt mir hart. Hey, oh, jetzt muss ich mal. Alter, das ist aber richtig übel. Das ist voll der Endboss. Die kann ich nochmal rauswerfen. Du drückst Y, markierst das, den Rohstoff mit A, dann hast du ihn in der Hand und dann musst du ihn außerhalb deines Inventars ziehen. Ist das Silber? Das habe ich nicht liegen lassen, könnte auch ein Stein sein, ja. So, dann können wir bitte als nächstes mehr. Bitte erst einmal, bevor wir irgendwas anderes ausbauen, unseren Rucksack ausbauen. Ja, das nervt, ne? Ja. So, ich bin Ebene 7, aber ich muss nach oben. Ja, ich gehe jetzt nach 5, hab den Fahrstuhl. Weil ich voll bin. Fertig bist. Ja, ich mache meine Power noch weg und dann komme ich hinterher. 5 habe ich. Also, was willst du alles davon behalten? Alles oder wollen wir was verkaufen? Nee, alles behalten. Wir brauchen Kohle, Stein, brauchen wir alles für Ressourcen, die man bauen kann. Wo kann ich meinen Rucksack verbessern? Weißt du das noch? Im Shop. Wie teuer ist das? Keine Ahnung. Kannst ja mal gucken gehen, falls er noch auf hat. Ja, hat nur auf. Was meinst so, du, wenn das einer verbessert, ob wir beide den großen dann haben? Ja, denke schon. Und du solltest vielleicht mal die Eoden da aufbrechen. Ja, dafür müssten wir sie alle mitnehmen. So, Shop. Wir haben Samstag, ich würde gerade sagen, Sonntag. Das müsste da irgendwie in den Regalen sein. Wo ist denn der Schatz? Das ist das Krankenhaus. Ja, noch ein weiter. Rucksackverbesserung, 24 Plätze für 2000. Ja, mach.
profitieren wir von, yo, meine Kohle ist weg und Tasche ist größer, sauber. Können wir schon einen Ofen bauen? Das wäre nämlich toll, dann können wir nämlich das Kupfer schon weiterverarbeiten. Ja, können wir eigentlich. Ich hatte erst die Anzeige. Nee, ich nicht. Ich kann nur ein Lagerfeuer. Okay, warte. Genau. Oh, die, meine Energie liegt hier wieder auf. Wie das denn? Weiß ich nicht. Die hat sich, ich bin wieder fast auf halb. Ach, die Energie, nicht deine Power. Also, ja, ich baller meine Power jetzt noch. Eine weg. Kiste ist es nicht. Ach, das ist Healed in Energie. Nee, ich bin erschöpft. Ich kann gar nichts mehr. Mayonnaise-Maschine. Kannst du schon so viel Scheiße bauen? Vogelscheuche, Holz, Kohle, Fasern. Müsli-Regel. Eine Eichel, einen Ahornsamen und Kieferzapfen. Und Dünger mit Harz. Oh, soll ich noch mal Dünger machen? Warte mal. Ja, wenn du kannst. Ja. Dann wirst du, glaube ich, die Qualität noch steigern können. Ja, warte. Ich baller mal alle Harzdinger, die wir haben. Das sind die gelben Kügelchen da. Ja, steiger die Qualität. Da kann man ja schön immer die Qualität steigern und dann hast du eben halt mehr Kohle mit X, ne? Boah, das Paket hält ja. Hä, ich hab 94 gemacht. X gedrückt halten, einfach längs laufen, da brauchst du nicht einzeln drücken. So setzt man auch die Saat. Sind das so kleine Pebbles? Ja. Ich glaube, der hier hat keine Pebbles gekriegt hier. Der. Muss von den Pflanzen hinzugefügt. Ah, das musst du vorher reinmachen, bevor du einpflanzt. Ach, deswegen sind hier so kleine Kügelchen. Ja, alles okay, klar. Dann packe ich das weg. Hatte ich nicht noch ein bisschen Saat über? Nee. Ja, wollen wir schlafen gehen? Ja. Die Erzeugnisse von heute aus der Mine hätten wir da mal reinschmeißen sollen, dann hätten wir ein bisschen Platz nee, gehabt. Bombe. Neue Herstellungsrezept, Kirschbombe. Warum machst du andauernd Level ab? Ich krieg gar nichts. Weiß ich nicht. Was mache ich denn anders als du? Weiß ich nicht. Ich benutze halt sehr viel Sachen. Ich habe jetzt den Dünger hergestellt. Oh, hier steht jemand. Oh. Ah, hi, guten Morgen. Ach, da ist er. Clint heißt er. Clint Eastwood. Da kannst du deine Geoden hinbringen. Schmelzofen. Was ist das denn? Ich hab eine Karte gekriegt. Ja, eine Blaupause. Blueprint. Und damit können wir jetzt endlich den Schmelzofen bauen. Dann können wir nämlich Kupfer und so brennen. Ja, wollen wir das zwischen unserem Haus stellen? Oder bei mir auf der Terrasse. Oder bei dir auf der Terrasse auch. Wenn du 10 Schleim erledigst, kannst du dir einen Platz in meinem Abenteuer-Gilde verdienen. Pass auf dich auf. Ach so, alles klar. Okay, wo ist der Schmelzofen? Da, wir brauchen Kupfererz 20 und 25 Stein. Das haben wir doch, oder? Kupfer könnte knapp werden. Ich hab nur 10, Stein, ich weiß nicht, wie viel du 16. Geholt hast. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal in die Mine. Ja, dann mach ich die Farm weiter. Ja, ich kann mir nochmal meine Angel da mal reinbringen. Ja, du mein, mich hat's ja auch gestört wegen dem extra Slot. Sag mal, kann ich das Schwert auch wegklappen, wenn man es nicht braucht. Nein, ich gehe da jetzt rein. Ich will nur, dass meine Steine so kaputt hauen. Ich nicht immer komplett das Ganze in den Pass skippen muss. Also muss ich die Anordnung jetzt ein bisschen anders machen. Und hier sind Würmchen. Am Kupfererz von den Kriegern. Ja, immer wenn die Würmer rausgucken, mit dem Zug da einmal durchgehen. Ja. Erstmal 10 Slime töten jetzt. War das
Ja, schick ihn mal rüber zu mir, bitte. Ich mache jetzt unser Grundstück hier bei der Platte, ne? Kohle für uns noch mal ein bisschen zusammenkriege, weil das, was du aus der Mine holst, größtenteils eben halt nur Ressourcen sind, die wir zum Craften brauchen. Mal gucken, ob ich überhaupt durchkomme. Ey. Das haben wir ja schon geschafft. Steine müssen mitgenommen werden, genau. Kohle auch. Der Magier auch noch, ist ja sehr umfangreich auch. Ich kenne aber die ganze Farmroute nicht mehr, wo diese ganzen Sachen rumliegen. Das war irgendwie mit dem Steg noch einmal rum. Man konnte Bären einsammeln, die waren weiter oben. Komische Büsche mit farbigen Kugeln dran. Wieso komme ich denn auf diesen Weg? Ach nee, ist richtig. Ich dachte schon, wieso komme ich hier zum Magierturm? Nee, keine Büsche. Complicated hier wieder. Oh, Blümels! Wollen wir das erstmal vernachlässigen mit den ganzen Dorfbewohnern, dass wir denen da keine Geschenke machen und das kennenlernen? Ja, ja, klar. Also irgendwie war der untere Bereich eigentlich in meinen Erinnerungen ertragreicher als das, was ich jetzt habe. Abfluss, der müsste verschlossen sein, weil ich den Schlüssel noch nicht habe. Genau. Ich bin auf 8 und ich finde diese doofe Treppe nicht. Ist auch sehr dunkel. Irgendwie gibt es dann noch einen Ring der Erleuchtung und so einen Scheiß, den man da findet, wenn man da gut am Durchholzen ist. Ja, und dann ist das auch alles ein bisschen leichter. Gleich die komplette Mine diesen Ding hier leer und ich finde diesen blöden Weitergang nicht. Geh nochmal zum Strand. Venus. Oh, ich hab sie gefunden. Muss nur noch eine runterkommen, dann bin ich auf Köln gespannt. Inventar voll, ich hab doch hier ein mega Inventar. Was? Mir war so, dass ich eine zweite Reihe hab und jetzt keine zweite Reihe hab. Ich hab eine zweite Reihe. Ah, dann musst du das auch mit 2000 kaufen. Okay. Ja, dann ist die nächste Kohle einmal für mich reserviert. Ich muss zurück. Ich dachte, ich komme jetzt so richtig schön. Oh, ich hab meine Schuhe. Ich weiß nicht, was du da noch tragen willst.
Wie sieht deine Energie aus? Ja, ich komme nach Hause jetzt. Ja? Hm. Dann können wir den Tag auch abkürzen. Ich verkaufe jetzt aber einmal kurz das, was ich heute geholt habe, weil ist ja mein Stuff, ist alles gut, damit wir kurz 2000 zusammenkriegen, damit du dir dann Rucksack kaufen kannst. Nee, sammel das mal lieber. Wir haben so viel, ich gehe jetzt jeden Tag in die Mine, Schatz. Einmal verkaufen, ist doch nicht dramatisch. Okay. Außer das Kupfererz, das ist nicht. Dann brauche ich gleich. Ja, und selber wäre eigentlich auch zu schade. Für den Start. Das Greenhouse, was benötigen wir da? Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, du. Was auch immer das war. Kurz liegen. Wo soll ich den Schmelzofen hinstellen? Hier zwischen unseren Häusern? Hier oben drauf. Geht doch gar nicht. So. Aber dann kommst du doch von hier nicht daran. Eigentlich schon, oder? Nee, das ist doof. Pack den mal hier zwischen unseren Häusern. So? Ja. Dann hol mal Kohle und Kupfer, dann können wir das schon mal durchbringen. Warum kann ich das nicht anklicken? Kupfer habe ich auf Tasche. Okay, dann tue ich nur Kohle rein. Ah nee, da musst du nur Kupfer reintun. Benötigt eine Kohle. Oh, ich hab Kohle in der Hand. Du musst A drücken. Ja, habe ich. X. Ohne ausgerüstet. No. Gut, dass man die Sachen nicht kaputt macht. Warte mal, ich will dir was anbieten. Komm mal her. Benötigt 5 Erze. Ja, sind da drin. Hab ich nicht. Doch, sind da drin. Ja, Kohle habe ich auch auf Tasche. Ah, musst du nur im Inventar haben. Okay. Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal pennen. Ja, ich auch. Lass es durchknallen. Du bist schneller in diesem Ladebildschirm, weil du ein Serious hast, oder? Ja, aber bei dem Spiel, glaube ich, kommt es gar nicht auf Hardware an. Ich kann Cheeseburger kochen jetzt. Ah, cool. Du kannst so viel kochen, warum kann ich nicht kochen? Bist du der Koch hier in unserer Familie oder was? Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal ernten, bitte, damit ich da auch nochmal Level abkriege. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und die sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach mal in meinem Laden, 75 Steine und 1000 gehen vorbei, wenn du bereit bist, Robin. Dann müssen wir noch warum warten. Kann ich das jetzt nicht anholzen? Achso. Du musst Kohle und 5 Kupfer. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal eben in die Mine oder was? Mhm. Kannst du gleich mal die Gülden da wieder in der Kiste liegen vielleicht aufbrechen lassen? Mhm. Du kannst E-Sport bringen? Ja. Achso, ich bin auf Ebene 10 jetzt übrigens. Ja, das ist doch sehr gut. Und ich glaube, ich habe schon 10 Slime getötet. Ich muss mir kurz in die Hütte für ein neues Schwert oder so. Nur für Bewerter, okay. Ich also noch nicht 10 Slime getötet. Wir brauchen noch irgendwie eine Kiste für unsere Waffen und Ausrüstung.
Ausrüstung, wenn wir die nicht mehr brauchen. Bestimmt. So wie die Angeln und sowas, ne? Wenn du jetzt zum Stadtzentrum gehst, dann kriegst du hier die Story. Ich hab dein Dingens und ich bin gerade mitten in der Mine. Ja, da passiert ja nichts. Oh, hallo. Muss ich drücken? Oder drückst du? Ich hab gedrückt, das ist was für ein Schandfleck. Wir nehmen aber nicht die Coca-Cola Company, wir nehmen die Zwerge. Genau. Du hast Langeweile, Alter. Ich wollte jetzt an die Fioden platzen gehen. True. Teigpflanze drin jetzt alles oder was? Oh, bitte nicht. Muss ich jetzt auch noch reingehen? Ja. Ist doch keine Hausbesichtigung, die. Das ist schon hier mit Kaufvertrag. Er will uns das hier verscherbeln. Ey, nein, los, du hast schon einen Gammelhof. Nimm auch noch einen Gammel aus. Ja, komm. Du bist doch jeder Müllmann. Nimm mal den ganzen Schrott. Hey, Trunks, hast du ein Kleid an? Mhm. Warum hast du denn einen Rock an? Ein Skilt. Ja. Max untenrum gerne frei. Okay. Ich mach mir Sorgen. Blopp. Er winkt auch noch. Hast du einen Geist gesehen? Wenn ich jetzt nicht mehr in meiner Mine bin, ne? Merkwürdig. Nee, bist du. Ich muss später zurückkommen und es mir genau angucken. Wenn ich jetzt wieder durch Zaubern in meiner Mine bin, dann ist das ein... Ja, bin ich. Weirdes Spiel. Ich mal Akku verstreiten, Augen. Da bringen wir hier ins Gruselhaus, wir springen nur hoch. Und er sieht das nicht. Ich mach mir Sorgen um dich. Wer bringt mich hier in ein Schlachthaus? Einfach Schlachthaus. Das ist Säurebecken kaputt. Oh, hier haben wir schon mal die Waldgeister. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen, um dieses Gebäude genauer unter die Lupe zu nehmen. Alter, jetzt bin ich hier oben. Hat sich auch rausgehasselt? Nein. Ein Glück nicht. Ich bin nämlich schon auf Stufe 15. Mit die Geoden. Die Geoden? Ja, und im Museum schon mal Quarz und keine Ahnung abstellen. So, hier ist der Ganzlinge. Günther, entsetzlich, nicht ein einzelnes Stück des gesamten Kollektion. Hallo, Junge. Gibt's hier nichts umsonst? Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Spring doch mal hoch. Alter, ich dachte, das ist tot. Was für ein Deal. Da können wir doch kaum Nein sagen. Achso. Was hast du gespendet, Anna? Ein Topaz und ein Quarz.
findest du einen? Ein Buch, Bücher müssen wir auch noch finden. Ja, das Museum ist ja hier gleich bei dem Smithy-Typ. So, Geoden zum Platzen bringen. Ein Erdkristall, den kann ich gleich ins Museum bringen. Eine Granitplatte, du hast nicht genug Platz in deinem Inventar. Ja, toll, jetzt kann ich ja nicht mal hier die Geoden wieder wegpacken. Doch, puh. Die nächsten 2K, die müssen wir auf jeden Fall für meine Tasche ausgeben. Nervig, ne? 8 bis 18 Uhr. Ah, ich habe das Schild angedrückt, ich dachte schon hier. Bin noch nicht fertig. Ah, hier so ein Erdkristall noch. Stinketafel. So, eine Diode könnte ich noch zum Platzen bringen. Wenn sie stackt, dann habe ich Glück. Ansonsten bin ich schon voll. 9 bis 16 Euro. Wow. Thank you very much. Ich habe uns ein bisschen Geld eingespielt, weil die Monsterschleim-Sachen, ich habe ihn ja jetzt schon in einer Gilde, weil ich den C-Slime getötet habe, bringen Kohle in der Gilde. Gut oder gut? Sehr gut. Ach, ja. Die Faszinaten, die rocken nicht so. Wollen wir nochmal auf Bohnen umsteigen? Die wachsen immer wieder nach. Ja. Oder cool. Cool haut rein, dauert ewig. Könnten wir einmalig noch schaffen? Nee, könnten wir nicht mehr schaffen. Das sind 8 Tage rum eine Woche. Ja, und wie lange brauchen die? Bestimmt 14 Tage, also geht noch einmal. Dann schade, du. Wenn du genug Kupfer hast, kannst du ja gleich das. Jo, sauber, Schatz. Ich hab alles gegossen. Wir können sonst. Ich wollte noch eine Kiste bauen. Ja, mach. Ich hab noch Energie über. Kannst du den. Kannst du eventuell den Erzhammer rausnehmen? Den fertig gefunden? Aus dem Ofen oder aus der Kiste? Aus dem Ofen. Ja, hab ich. So, guck mal. Ja, die kannst du noch färben, ne? Gib dir mal andere Farben. Grün für Gemüse und braun für Holz und silber für Stein, irgendwie so. Ich würde sagen weiß, silber und ich würde sagen pink für die ganzen Waffen, die wir brauchen. Ja, mach, wir gewöhnen uns sowieso an die Farben. Dann können wir nämlich gleich Saaten dort reinstopfen, Dünger dort reinstopfen, weißt du, dann hast du ein bisschen Steine dann und Holz, alles so in eine Kiste oder machst du 2 Kisten, kostet ja nichts so eine Kiste. Ich bin gleich soweit, ich muss meine Energie noch runterspielen, ansonsten skill ich den hier nicht richtig. Holz und Steine mache ich in die blaue Kiste. Mhm. Und in. Und in die grüne Kiste kommt Ahornsamen, gemischter Saat, Fasern, Kiefernzapfen, Eicheln, Harz und den Dünger. Okay, kannst du dir ja gleich mal angucken. Ich muss mich hinlegen. Ja, ich bin auch durch. Kannst du dir ja mal eben angucken. Ich muss jetzt sowieso erstmal gucken, wo was hinkommt. Da kommt die Ausrüstung. Da haben wir Holz und Stein. Da hast du das Gemüse drin. Und in der ersten müssten dann unsere, genau, Rohstoffe sein. Ja, perfekt. Ja. Oh, ein bisschen hinlegen, ohne dass der andere sich hinlegt, macht deine Energie wieder voll. Nur zur Info. Mehr Gießen, mehr Hacken für das Hofarbeit-Level. Mhm.
Da kommt ein bisschen was bei rum. Ich würde es aber lieber in eine Saat stecken nochmal. Umso mehr geht auch unser Skill-Level hoch. Also ich würde eher sagen, oh guck mal schön, es regnet. Und fertig. Und diesmal denken wir auch an den Dinner. Ja. Hast du nichts dagegen, wenn ich jetzt nochmal Bohnen kaufe oder sowas? Wenn du auf einen kleinen Rucksack, wenn du damit spielen kannst. Erstmal verzichtest, ja, um nochmal Cash. Was war das denn, Brown? Ja, ich hab hier Saat weggemacht. Ich mach mal eben hier neu. Ja, und klopp gleich mal komplett deinen Dünger auf die Scheiße da. Ich geb dir für 1000. Oder wollen wir nochmal Pastinaken machen? Das ist eigentlich so ein guter Renner, ne? 4 Tage. Also ich würde Pastinaken machen. Ist auch nicht so schlimm. Kannst du ja jetzt leer kaufen. Ja. Dann haben wir eine komplette Fuhre Pastinaken durchklappeln. Ich gehe aber erst zum Strand, der macht erst um 9 Uhr auf. Mhm. Oh, hier ist ein Blümchen. Ich muss ja gleich erstmal die Saat machen. Ja. Der Dünger kannst du ja schon mal legen. Oder ich mach das, dann kannst du gleich schon in die Mine gehen und dich da drauf konzentrieren. Ja, das ist gut. Ich wollte heute mal nicht in die Mine. Achso, schockt nicht so. Ja, doch, aber das ist halt super anstrengend immer, ne? Brumm. Es regnet und es kommt hier so ein komisches Audio. Mhm. Wer ist gedacht, hier ist jemand die Party gejoint, ey. Brumm. Okay, ja, jetzt habe ich es auch, jetzt habe ich es auch gehört. Wow. Oh, der Seemann steht auf der anderen Seite und sagt, er hat ein altes Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt ihm, dass es noch nicht die richtige Zeit ist, um es mir zu geben. Mhm. Arschloch. Er ist drauf. Er soll da drüben verhungern. Mal die Brücke jetzt wieder kaputt. Du bist einer. So, überall ist das Dünger drauf. Oh, nee, auf die letzten unteren 1, 2, 3, 4, 5 nicht, weil der Dünger alle ist. Aber ich glaube, ja, kein Problem. Ich glaube, ich kann noch Dünger herstellen. Ja, ich weiß gar nicht, lohnt sich das? Von dem Aufwand herzustellen? Also ich hatte ich muss die nur Saat A drücken. Ist geil. Ist halt nur Harz. Ja, auch nicht was aus raus? Den Bäumen, ne? Ja, 30 Stück jetzt pro Harz ein. Ja, dann klappt mal durch, ey. So, 57 Pastinaken nochmal. Ja, das haben wir. Dann mache ich mal. Unkraut wächst so eklig, wenn es regnet. Ich weiß nicht, ob ich hier Saaten kaputt machen kann. So. Ich weiß nicht, wie weit du gegangen bist. Ich habe alles mit Dünger. Alles. Alles mit Dünger? Ja. Ich wollte einmal gucken, was wir brauchen für diese Schräuche. Holz, Kohle, Fasern haben wir, oder? Guck mal, für mehr hat es nicht gereicht, ey. Ja, dann baller ich noch ein bisschen Holz. Oder brauchst du Fasern? Ich habe 3 Stück gemacht. Langt das? Ja, lass mal kurz gucken, ob in der Beschreibung das drin steht. Hält Krähen davon ab, deine Pflanzen zu attackieren. Hat einen begrenzten Radius, ungefähr 8 Felder. Ja gut, dann mache ich. Ich kann ja sowieso nur noch 2 machen, dann mache ich die gleich. Ja. Ja. Weil Kohle fehlt. Wenn du Glück hast, bringt ein bisschen Kohle mit. Hier sind noch Steine. 8 Felder, das heißt, ich stelle einer. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. So. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
würde so die umliegenden 8 machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, guck mal. Guck mal. Ja, warte. Ja, ich glaube, das war eher so 8 im Umkreis. Ach, hier willst du dann auch nochmal einen. Nee, 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da standen 8 Felder. Ganz egal wie. Ich hätte eher, ach so, 8 Felder hoch und nach rechts. Ja. So, dann kann man das so lassen. Wahrscheinlich mit Leben sieht gut aus. So, machen wir dann noch ein paar mehr. Sollte ich jetzt noch den Garten hier ein bisschen machen. Ja, ich auch, solange ich Energie habe. Warte mal ein bisschen Abwechslung, ich wollte Steine kloppen. Ich habe eine Geode gefunden, lol. Jetzt muss ich zurück, weil mein Inventar voll ist. Aber es hat sich gelohnt, ey, wenn die Pastinaken mit dem Dünger jetzt noch eine höhere Steigerung haben. Ja, aber ich würde mir echt von dem nächsten Erzeugnis würde ich Dinge wegkippern. Kommt Kohle mit in den... In unser Erzeugnis gehen, ja, weil da sind ja auch unser Erz drin, wir brauchen nur einmal in eine Kiste gehen. Ja, weil die Steine sind auch bei Holz mit drin. Ja. Die Steine nehme ich da auch mit rein. Ja, ja, aber nee, weil die Steine brauchen nee. Wir und Holz brauchen wir zum Bauen. Aber keine Kohle. Ich habe das ein bisschen so aufgeteilt, was wir zusammen brauchen. Mhm. Achso, das, was man immer braucht zum Bauen. Alles klar. Ja. Aber mit dem gesteigerten Level können wir echt schon ein bisschen mehr arbeiten, ne? Ist schon mal gut. Ja, eigentlich. Lohnt sich halt am Anfang, da ein bisschen reinzuhauen und immer ins Koma zu ballern. Ich finde das so ätzend, wenn man jetzt aushält. Aber haben sie gut umgesetzt hier in dem Spiel. Training, Training, Training. Ja. Aber das ist der letzte Baum, dann kippe ich um, wenn ich den überhaupt noch schaffe. Von mir aus, ich hab's auch geschafft. Oh, ich bin zu langsam. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich gar keine Energie mehr. Ich habe komplett aufgebraucht. Das letzte bisschen Energie noch rausgeholt. Gut. Ich habe ja auch gut rasiert. Bin auch durch. So, ich geh ins Bett. Ja, ich setz hier nochmal weg und dann... Ja, das kann ich nicht, weil ich schon langsam laufe. Zum Glück hatten wir noch keinen Sturm, ne? Ach, da kommt erst im Herbst, ja. Minenarbeit Stufe 1. Plus 1 Spitzhacken-Effektivität. Ein neues Kirschbomben kann ich jetzt bauen. Wie viel Geld gab es? Ich habe nicht geguckt. 1700. Jetzt kannst du dir doch mal eben den Rucksack kaufen gehen morgen, oder nicht?
Oder wir machen jetzt noch ein paar Felder. Ach, Schatz, ey. Dann haben wir irgendwann einen Überschuss. Du nervst. Nein, wir machen keine Felder. Ey, hier steht jemand mit der Kitty vor der Tür. Mach ein schönes Monster. Siehst du die Katze hier? Nein, die ist unsicher. Ich hab sie in deiner Hofeinfahrt gefunden. Wir fast drüber gefahren. Sie ist ein Streuner. Alles volles Ding. Alter, das finde ich cool, ey. Dass sie da so neue Tiere mit reingemacht haben. Aber das war einfach das Hübscheste, was man da aussuchen konnte. Ja, nehmen wir mit, ne? Mauzi. Mauzi. Niemand. Komm her, Mauzi, sei ein braves Kätzchen. Ja, und kacke in den Vorgarten. Na, den Trog, müssen wir die jetzt jeden Tag anfassen und streicheln? Kann ich jetzt mal mit dem nächsten gesammelten Holz das bauen, damit wir vielleicht eine Kuh oder sowas finden? Ja, Scheune, Brunnen, wie du möchtest. Also ich wäre schon irgendwie geil fürs Scheunen oder einen Hühnerstall. Ja. Du musst ja keine Kuh sein. Ich das anbauen, ne? Ja. Ja, züchten kann man die ja später selber. Kann man die auch verkaufen, wenn du viele machst. Ich würde halt gerne mal wissen, wie viel sowas kostet oder was du da an Holz und so für brauchst. Darf ich noch ein bisschen Saat kaufen? Ja, kauf. Ja, ich würde nämlich alles voll kloppen, weil dann haben wir einmal so einen Tag, wo wir richtig Überschuss haben. Mittwoch Ruhetag. Aufmachen, Polizei! Polizei! Das ist aber mau hier. Ja, ich guck mal da oben, was man dann so dafür braucht. Vielleicht hast du ja Interesse oder so, wenn das nicht so teuer ist. Ich glaube 1000 Gold und 75 Stein für den ersten Brunnen. Aber wieder dicke Ausbau hier am Strand. Ich habe ein Artefakt gefunden. Der Direktor des Göttlichen Museums hat sich daran interessiert. Ja, man muss ihn hinbringen. Also mehr wir den geben und dann schenkt er uns alles. Den er hat, den wir nicht brauchen. Also der Hühnerstall kostet 4000 Gold, 300 Holz und 100 Stein. Der Brunnentast kostet 1075. Ja, Wasser können wir auch noch aus dem See holen, dann würde ich eher auf den Hühnerstall sparen, oder? Oh shit, ich kipp gleich um. Oh, ich schleiche nach oben. Ey, lass extra mal so viel rote Energie übrig, damit ich so Krampf mit hab. Was machst du gerade? Weil meine Energie auch runterkloppen.
nächste Baum jetzt hin. Heute früher ins Bett. Ja, ich energiere mich jetzt. Ich schaffe jetzt den ersten roten Kitzel und wieder. Das geht ja schnell. Oh, ich mache immer die Ausrüstungskiste auf. Spannend. Mein Charakter ist gut. Oh, Kitty Cat. Kitty Cat, Kitty Cat. Wer ist diese Kitty Cat? Alter, Spoiler. Scheiß Wasser geht heute früh ins Bett. Dein Fortschritt wird gespeichert. So, Kitty Cat. Es regnet wieder, also haben wir wieder Energie über. Nice, ich hab Post. Ja, hallo Leid, hast du dich schon an dein neues Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich viel extra Geld herumliegen. Also habe ich ein kleines Geschenk beigelegt. Alles Liebe, Papa. 500 G. Ich krieg von Mama nur Cookies. Warum kriegst du Kohle? Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganze schöne, schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 G. Finderlohn, Robin. Ich weiß, wo sie ist. Ja, dann nehme ich mit an. Ich wusste, dass wir die mal gefunden haben. Ich weiß, war mir aber nicht mehr sicher. Unten auf dem Steg oder was? Hier unten rechts, hier irgendwo. Oh, hier sind Blumen, geil. Irgendwo, hier war das hier, oder war das ein weiter unten? Hier kommst du auch noch links? Ah ja, das war irgendwo hier. Mhm. Ja, was war das denn? Wind, der Wind. Oh, hier, guck mal, was hier ist. Frühlingszwiebeln. Ach, du bist da beim Acker? Ja. Mussten wir dafür was ausbuddeln? Nein, irgendwo hier lag die. Ich... Weißt du, das ist ja einfach irgendwo so ein Axt-Icon liegt und das war's? Ja. Ja, da hast du es gebuddelt. Das ist ein verlorenes Buch. Nee, ein verlorenes Buch. Irgendwo hier liegt die. Ich glaube, das war doch weiter links, oder? Hier oben rechts, das recht. Mann, kannst du dich gut erinnern. Hier darfst du aufnehmen. Nee, mach du, dann kannst du dich zurückbringen. Oh, ich soll die wegnehmen. Ja. Gib auf. Ja, hab ich doch. Oh, läuft, dann krieg ich die auch noch gern. Okay. Ah, nice, dann können wir Quests zusammen machen und kriegen doppelte Kohle. Okay, warte. Robin war da oben, wo wir umbauen können, ne? Ja, über unsere Farm dann rechts. Oh, scheiße. Ist mir so verdinkelt gewesen? Nee, du läufst gerade nach unten, aber nicht so schön mit dir nach außen rum. Vielleicht finden wir hier ja noch ein paar Erzeugnisse. Gerne, ne? Ja. Als nächstes vielleicht mal die Axt aufwerten, damit wir hier die dicken Baumstämme wegmachen können. Ja, umso wertvoller die Ausrüstung, umso weniger Power brauchen wir dafür, ne? Nein, aber auch die dicken Holzstämme bei uns auf dem Grundstück kann man damit verbessern. Ja, ich weiß, die Stämme. Aber dafür ne? brauchen wir Gold, um die zu verbessern. Na, dann mal schnell alles wegbringen, 250 Gold haben, dann kannst du nämlich deinen Rucksack kaufen und noch Saat. Ah, die Axt muss ich noch wegbringen. Habe ich doch gerade gesagt, zusammen wegbringen. Mhm. Dann hast du deinen Rucksack und noch Dingens. Ich habe eben mein Inventar noch leer gemacht. Also auf das Greenhouse bin ich besonders scharf, weil dann kannst du dir alle Saaten kaufen das ganze Jahr über. Ja. Und dann könnte man, oh, du hast hier so ein Lauch, so ein Sascha hier liegen lassen. Mhm. Ich hab's weggebracht. Robin, lass mich auch mal. Achso, muss ich die jetzt auswählen? Oder die du musst sie auswählen und hinter den Tresen gehen. Hofbuch aktualisiert. Ist sie jetzt raus? Ist mein Inventar? Ja.
So, dann gehe ich jetzt mal runter und hoffe, es ist nicht zu spät, dass ich mir noch den besten Rucksack kaufen kann. Den Rest baller ich in Saat rein. Oder willst du sparen? Nee, hau raus. Können wir weitermachen, ne? Möglichkeit. For sale. Ja, kostet wirklich für mich auch nochmal 2K. Oh, die nächste Tasche kostet 10.000, Junge. Ruhig, komm, Junge. Viel zu teuer. Ich habe schön ein paar Blumen und Lauch gefunden. Ja, nebenbei, ich habe noch volle Energie. Scheiße, ich habe mir keine Saat gekauft, ey. Ja. Hat er mich so vertrieben mit seinem Schnäppchen, mit den 10.000 für den Rucksack. Die Farbe Blau, jetzt im Angebot für 10.000 Gold. Also den Rucksack finde ich momentan noch groß genug. Also, ja. Ich weiß nicht, wie es wird im Sommer, wenn wir so viel Erzeugnisse haben. Ne? Aber jetzt im Plan. Müssen wir gleich nochmal die Felder nochmal vervollständigen und dann nochmal mit Dünger beklöten. Dann rasiere ich nochmal ein bisschen mehr. Der Dünger noch hier vollständig. Machen wir mal eine Düngertour. Warte. Das ist 100%, ich sehe die Flecken irgendwie nicht. Also ein paar sehe ich, aber vereinzelt sind die doch weg. Ach, du hast die Felder gerade nachgelegt, ne? Mhm. Also 7 Stück noch. Dann fange ich da hinten an. Oh nö, da fehlt ein Dünger. Und hier. So, sind wir wieder gut im Geschäft. Energie noch verbraten. Die anderen Werkzeuge hören sich anders an, ey. Wie denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht klopp. Wir haben noch die dicken Steine, ein Sprössling. Also nach unten haben wir schon richtig schön geklärt. Ja, wieso kann ich den Zaun denn nicht? Zaun? Den musst du mit Holz bauen. Ja, aber warum kann ich den denn nicht gerade so hinstellen? So. Setz mal hier eine in die Ecke, bitte. Und jetzt den davor. Hä? Kann man die beim Platzieren umändern?
nee, die gehören so. Wie hässlich ist das? Die denn? Sind verbunden. Ja, das ist ein hässlicher Zaun. Ja, okay. Siehst du da die kleinen Stangen in der Mitte, die connecten? Da kannst du sonst auch erstmal die Ausrüstungstour machen. Ich hätte es am Anfang immer mit den Steinen gemacht. Ja. Pflastern, weißt du, weil kannst du die mal eben das sah besser aus. Ich kann leider nicht mehr hauen. Ja, ja, dann mache ich den nächsten mit dem Stein. Sorry, weil ich will das hübsch haben. Oder wir gucken nochmal bei Tageslicht. Nee, ich habe gerade gegoogelt, geht nicht anders. Noch nicht, man sieht ja immer noch andere Elemente. Oh, ist unser Holz leer? Das ist gut. Ich bin gleich zurück. Ja, das ist gut. Oh, ist das dunkel. So, eine halbe Stunde noch, da machen wir aus, ne? Ja, also 3 Tage noch ungefähr. Mhm. 10 Minuten ist ja so ein Tag, wenn wir den da gut mitnehmen. Ich höre einen Hahn, aber wir haben keinen. Warte, Leute, morgen halten wir es eierfest. Okay. Ja, da müssen wir. Das habe ich mal geschafft. Da muss man ganz schnell sammeln. Ich glaube, die sind morgen auch fertig, ey. Da müssen wir ganz schnell ernten, gießen und dann ab zum Eierdöse. Die Döse. Können wir auch nochmal mit allen quatschen da. Ab einem gewissen Grad auch die Sprenkler bauen. Ja. Hast du unten schon alle gemacht? Ja. Sprenkler, da brauche ich Kupferbarren und Eisenbarren. Ja, für die Eisenbarren kann ich jetzt vielleicht schon mal einen Sprenkler oder so bauen. Ich suche mich mal hier im unteren linken Gebiet ein bisschen breit zu machen. Wir brauchen ja die Rohstoffe sowieso. Aber Bock, hätte ich nicht gedacht. Kann man machen. Ja gut, du hast mir aber heute ganz heiß gemacht. Habe ich nun wieder früher. Das war so die Gangs, ne? Wie geil die waren. Das war aber auch früher irgendwie Harvest Moon. Aber das, was man... Ja, genau. Das, was man so bei Harvest Moon, dieses Endlose, was man wollte. Man war ja irgendwann, man hatte ja alles. Ne? Ja. Obwohl man weitermachen konnte, nur Kohle und alles. Man hatte ja wirklich alles dann. Das ist bei Stardew Valley, haben sie dann von vornherein gleich endlos gemacht. Du kannst hier ja wirklich anders ausbauen, die Produktion hochholzen, wie du möchtest. Also. Ja. Und dann auch noch mit dem Co-op. Da damit, schon. Ja, damit es nicht langweilig wird. Ja. Ja, man muss ja auch noch dieses Endgame ausreichen haben, ne? Ja. Es geht noch weiter, es wird noch teurer, man kann sich noch mehr Scheiße bauen zur Produktivität, man kann immer noch mehr machen. Ja. Dann kannst du hier auch richtig schwanger mit Baby und ich weiß aber nicht, wie weit das mit dem Baby geht, ob der dann größer wird und dann mithilft. Ich glaube, wir müssen uns aber separate Partner suchen. Ich glaube, das geht untereinander nicht. Sicher? Ich muss nochmal googeln.
dabei, wie das Feld zu bereinigen und zu bestellen ist. 1000 angenehmer. Mhm. Auch wenn wir uns die Erfahrungspunkte nicht teilen, weil jeder wird das belohnt, was er gemacht hat. Genauso wie mit dem, sag schnell hier, mit dem Farmlevel. Da warst du ja viel schneller hoch, weil du die ersten Dinger mehr gegossen hast und auch mehr abgegeben hast. Das ist echt entscheidend. Leg mich schon wieder hin, ich bin wieder tot. Alter, bist du schnell. Entweder, wissen, ne? Überlegst dir, entweder machen wir jetzt aus und spielen morgen oder heute weiter, heute Abend weiter. Hm? Oder wir machen jetzt zwei Tage und wir spielen heute nicht mehr. Also ich hätte eher Bock darauf, nachher vielleicht nochmal ein paar Runden zu spielen. Ja, können wir nachher nochmal machen. Dann machen wir jetzt den Abschluss mit dem Tag, weil dann speichert er ja nur. Ja. Ich baller mich nochmal kurz leer, pack das alles in eine Kiste rein und dann saven. Ich weiß bloß nicht, wie wir das Spiel verlassen. Müssen wir gleich mal gucken, sodass du deinen Scheiß behältst und ich meinen Scheiß. Naja, wie sollten wir das behalten? Du musst halt speichern jetzt gleich, ne? Ja, das wird ja gespeichert, indem man einen Tag, man kann ja nicht anders speichern, das kann ich ja nicht separat ankloppen. Ja, da können wir einfach rausgehen mit dem Start. Stein, wir müssen den nächsten Tag einmal starten im Bett. Und dann können wir das Spiel ausmachen. Ich nehme nochmal hier dein Silberding. Mhm. Für die lasse ich auch nochmal ein Herzchen da. Müssen wir die Katze auch noch mit Wasser befüllen hier, so ein Blödsinn. So, das wäre dann der erste Start gewesen, eigentlich sehr produktiv und erfolgreich, würde ich behaupten. 12 Tage, ich fand das super. So, jetzt gehen wir ins Bett, checken nochmal die Lage. Ein Axt-Effekt und neues Kochrezept, Überlebensburger. Sammeln Stufe 3 habe ich gekriegt. So, dein Fortschritt wurde gespeichert. So, jetzt muss man gucken. Wenn ich Y drücke, dann kann ich Spiel verlassen drücken. Zurück zum Titel. Soll ich mal andrücken oder willst du das zuerst machen? Ich mach mal zuerst. So, ich bin raus. Ich auch, das ging ja ratzfatz. Super. Dann würde ich sagen, lass nachher. Bis zum nächsten Mal, ne? Alles klar. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Tschüss.